Hallo und willkommen zurück zu Spellcaster University. Ja, die Schule wächst und gedeiht, wie die anderen auch. Und das ist ja hier die Schule, wo wir alle nehmen. Oder jeden. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier die Events, oder? So, mit dem richtigen Talismanen könnten wir uns um die Kultisten im Tempel der alten Götter kümmern. Weniger Prestige. Wir nehmen mal den Tempel der Finsternis, oder? Hätte ich gesagt. So, gucken, was wir hier... Wir werden es uns überlegen. Das pausiert. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Map. So, hier oben. Wollen wir das mal machen? Ja, komm, das machen wir mal. Weiß zwar nicht, ob unsere Schüler wirklich in der Lage sind, hier zu überleben. Den würde ich gerne mitnehmen. Den? Den hier? Tja, und dann vielleicht noch ihmchen. Jo, jetzt auf ins Abenteuer. Uraltes multidimensionales Archiv. Dieses längst vergessene Archiv wurde von einem verrückten Architekten, das kennen wir ja schon, ne? Aber egal, im Laufe einer durchzechten Nacht geplant und an einer Stelle gebaut, wo mehrere Dimensionen aufeinandertreffen. Jetzt schlummert dort ein uraltes, böses Wesen in einem Nest aus Papier. Vorwärts. Ein mächtiger, dunkler Ritter steht dir gegenüber. An seiner Hüfte hängt ein Schlüsselbund. Wiederholt deutet er mit der Klinge auf dich, als ob er dich herausfordern will. Wir schnappen uns die Schlüssel. Jo, und los geht's. Ja, den haben wir doch ganz gut cool, dass er Schild macht, ne? Das ist natürlich geil. Ich glaube, das ist ihmchen hier, ne? Okay, vorwärts. So, ihr stoßt auf einen schwarzen Edelstein, der auf einem Sockel liegt. Er wirkt leblos. Prinz des Dämonen, Stufe 9. Wir zerstören ihn mal. Sollen wir weitermachen? Jo, vorwärts. So, wir stoßen schon wieder auf den schwarzen Edelstein. Stufe 19. Okay, vorwärts. Wir zerstören ihn wieder. Ein paar Goblins sind um ein Feuer versammelt. Sie scheinen ein großes Hühnchen vorzubereiten. Schnell rettet das Hühnchen? Nein. Für das Hühnchen ist es zu spät, aber das Essen könnte uns schmecken. Oh, Level 19 sind die. Ach du Scheiße. Wir können sie überraschen. Wir überraschen sie. Komm. So, Kampf. Oh nein. Einer ist gestorben. Vorwärts. Wir wollen weiter, weiter, weiter. So, der anklagende Vogel. Ihr geht durch einen langen Gang voller Bücherregale. Mit Papieren und Formularen. Nach einer Weile kommt ihr zu einem Tisch, auf dem ein großer Vogel sitzt. Als er sich umdreht und dir in die Augen schaut, kommt dir ein Gedanke. Habe ich die Steuererklärung für die Gilde der Kerker-Erkundung gemacht oder habe ich es vergessen? Das blaue Formular abzuschicken. So. Vorsicht! Der Vogel versucht, unsere Gedanken zu manipulieren. Töten wir ihn, bevor er uns dazu bringt, etwas Zwielichtiges zu unterschreiben. Oh, Level 28. Ach du Scheiße. Wir gehen ihm aus dem Weg. Wir gehen mal weiter. Korridor mit Fallen. Falltüren, vergiftete Pfeile, Giftwolken. In diesem Korridor wimmelt es nur so von tödlichen Fallen. Nur wer sehr vorsichtig ist, schafft es ans andere Ende. Wir gehen zurück und finden einen anderen Weg. Oh je. Jo.
Der Wanderarchitekt, eine schwer bewaffnete Zwergenkriegerin, begrüßt euch. Während sie ihr großes Schwert hin und her schwingt, erklärt sie, sie habe die Architektur in der Umgebung studiert. Sie möchte eine Baumeisterin werden, aber braucht Schutz, während sie sich Notizen macht. Goblins zu töten lenkt sie zu sehr ab. Jo, komm. Wir. Ach du Scheiße. Level 55, das schaffen wir ja niemals, oder? Wir probieren es trotzdem. Ach du Scheiße. Okay, wir haben mal richtig viel Leben, die Jungs. Oh, leck. Ja, gut. Vier Schüler weniger. Boah, wie krass. Das war jetzt fies. Okay, hätte ja klappen können. So, löscht alle Feuer. Ja, wie übel. Okay, das ist echt schwierig. Wir schnappen uns hier mal wieder alle, ohne dass wir gucken. Hier können wir immer noch nicht. Was brauchen wir denn dafür? Mindestens 50. Oh Gott. Okay. Käse, Käsehammer. Ach du Scheiße, ey. Das war ja übel gerade. So, Raum der Zeit. Wir können eigentlich das Ding noch... Können wir das noch irgendwo hinbauen? Jo. Super, der braucht nämlich keinen Lehrer, der Raum. So, Aufenthaltsraum, Raum der Finsternis. So, ungeschickt. Anspruchsvoll, Langschläfer, pünktlich athletisch. Dann nehmen wir sie. So. Nehmen wir. Ich hätte gerne was mit Alchemie. Alchemielabor. Danke. Sei Dank. So, Alchemielabor. Das können wir da oben draufsetzen oder da drauf? Was machen wir da drauf? Ungeschickt, anspruchsvoll, langsam. Dann nehmen wir sie. Zack. Ach, was wollen denn die schon wieder? Okay, zack. So, Käsehammer. Käsehammer. So, Käse weg. Was haben wir jetzt hier? 5 Prestige, nehme ich. So, jetzt müsste der Alchemie langsam mal richtig losgehen hier, ne? Jo, nehme ich. Gucke ich gar nicht. Käse nehme ich. Läuft hier. So, jetzt müsst ihr Alchemie mal langsam mal. Jetzt gucken wir mal kurz. So. Aber echt krass, wie uns die weggepasht haben. Da frage ich mich, wie soll man die schaffen? Man muss sich wahrscheinlich wirklich auf eins spezialisieren, ne? Heiler, ja. Heiler ist eigentlich... Wir sollten mal nur Licht machen. Das nächste Mal machen wir vielleicht mal nur Licht. Weiß zwar nicht, ob das gut funktioniert, aber... Boah, leck, der geht ja auch ab hier, ne? Der lernt jetzt mal ein bisschen Alchemie.
Ja, Alchemielehrling. Vom Licht aus erwählt. Alchemie, gelehrter Arkan. Vom Licht ausgewählt. Der ist ja übel, oder? Der ist ja richtig übel. Kind der Natur. Aber keine Alchemisten hier mehr am Start. Kann ja fast nicht sein, oder? Schattenjünger. Eieiei. Ah, Alchemielehrling. Hier, zack. Schattenjünger. Oh, Alchemielehrling. Hab doch gerade einen Alchemielehrling gesehen. Bin ich jetzt hoch? Ah, ich habe den aus Versehen verschoben. Kann das sein? Gutes Benehmen, unerschütterlich, Schattenjünger, Waisenkind, ja, Alchemie, zack. Gut, jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein paar Punkte in Alchemie kriegen hier. Ja, es geht los mit Alchemie, ich glaub's ja gar nicht. Waisenkind nehme ich, gutes Benehmen, ja. Altarkind. Totengräber, jo. Ja. Okay, was will er? Na schön, ich nehme einen Drachen. Welchen nehme ich denn mal? Ah, hier, Alchemie. Alchemie, so. Kann da ein bisschen rumfliegen? Ja, Alchemie geht los. Ich glaub's ja gar nicht. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. So, Käse, Hammer. Käse. So, wir können mal gucken, was gibt's denn hier noch? Hausmeisterzimmer, Dämonenwandteppich. Den können wir auch noch nehmen. Zack. Ist ja ein raus und rein hier in der Schule, wa? Alter Schlappe, ey. So, hier sind ein paar neue Bücher und Gebru. So, nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. So, Zauberbuch. Zauberbuch. Zauberbuch stellen wir mal dahin. Geil. Ist ja cool. So, okay, schön. Dann läuft das hier. Käsehammer, jo. Käsehammer schon. Jetzt gucken wir mal. Umgebungskarte, die Zwerge. Jo. Jo, wir machen mal ein bisschen unseren Ruf gut bei denen. Darauf muss ich nächstes Mal echt mehr achten, dass wir gleich mehr mit den Fraktionen interagieren. So, nehme ich, nehme ich. Moment, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nochmal kurz gucken, wie schnell geht denn das hier ein. Naja, okay.
So, Naturmann. Zack. Sehr gut, dann kaufen wir noch was. Gewächshaus, Kriegstrommel. Generieren Prestige. Wieso nicht? Mal gucken. Ah, noch nicht verfügbar. Oh, was will er? Jo. Gut, dass wir ein Observatorium haben. Gleich ist es soweit. Blöd, dass man das hier nicht auf der Hauptkarte sieht, ne? Dass man... Ach so, wenn das Dings hier auftaucht, ne? Naja, da. So, Gladiator. Okay, nehme ich. Nehme ich auch. Zirkusdomtür, okay. Abenteurer ist auch okay. Altarkind, wechseln wir mal in Naturmana. Serienmörderin, kein Bonus. Ja, ist okay. Sie hat sich ja ausgesucht, ne? So, Barbieren. Okay. So. Jo, nehme ich. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Map. Wie viel haben wir jetzt? 30. Was braucht man? 60, hatte ich gesagt, ne? Hier brauchen wir mindestens 50 bei den Zwergen. Okay. Ja, wir werden es uns überlegen. Okay. So, lassen wir die Zeit mal gerade ein bisschen rennen. ...90 Rufpunkte bei den Zwergen. Alter, Scheiße. Kräuter. Habe ich überhaupt noch Platz für sowas? Ich nehme mal hier so ein Bett. Ah, Käse, zack. Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt habe ich aus Versehen einen weggeworfen. Wollte ich gar nicht. Hoppla. So, Käse, den Hammer. Ach, was will er denn? Minus Fraktion Bauern 15. Jo, komm. Bin heute in Geberlaune. Oh, nochmal Käse. Eieieiei. So. So. Zwerge, hier. Natürlich häufe ich euch. Hier, das machen wir nochmal. Licht und Schatten. Zack. Jetzt haben wir bei denen 45. Kriegen wir jetzt hier 200 Schattenmana. Nehme ich. So, gutes Benehmen. Danke. So, einmal Käse hier, einmal Käse hier. So, jetzt. Jetzt haben wir genug bei denen. Wir kümmern uns darum. Ihr wisst doch, wozu wir fähig sind. Zack. Jetzt müssen wir auf der Map. Oha. Was ist das hier? In den Kerker. Was ist das?
diesen Kerker? Ah, das sind beides Kerker. Okay. Jo, komm. Wir machen mal noch eine Expedition, oder? Die erste war so erfolgreich. So, nehme ich. Oh ja, nehme ich. Okay, auf ins Abenteuer. Höhle unter dem grauen Gebirge. So, längst verlassene Tunnel unter dem grauen Gebirge wurden von einem Volk angelegt, das in Vergessenheit geraten ist. Heute dienen sie monströsen Kreaturen als Quartier. Das macht mir nichts. So, Ratten und auch noch ziemlich große. Retten wir die Schriftrollen? Kerkerkarte. Finger des Todes. Zauberbuch. Nee. Ja, Angriff. Oh, vorwärts. Ja, Mann. So, was haben wir hier noch? Stinkende Destillierkolben, Gefäße, Flaschen mit Gift, Kessel mit seltsamem Gebräu, Teile von Kreaturen in Gefäßen. Die Alchemisten, die hier zu Hause sind, schrecken vor keinerlei Experimenten zurück. So, nehmen wir ihre Zaubertränke. Das Labor muss zerstört werden. Kann ich meinen Ruf erhöhen oder noch Karten ziehen? Nee, wir zerstören das mal. Ach geil, da eine heilt hier. Das ist super. So, sollen wir weitermachen? Ja klar, vorwärts. Korridor mit Fallen. Falltür, vergiftete Pfeile, Giftwolken in diesem Korridor. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Und jetzt vorwärts. Schon wieder Korridor mit Fallen. Oh, vorwärts. Musiker in Gefahr. Ein Bade wird von einer Gruppe Goblins angegriffen und hat Probleme, sich mit seiner Mandoline zu verteidigen. Als er euch sieht, ruft er um Hilfe. So, löst sofort. Ignorieren wir ihn. Weiter geht's. jo, wir hätten kommen. Oh. Barge sind schnell und gnadenlos. Sie greifen zweimal pro Runde an, aber robustes Rüstzeug bietet Schutz. Böswillige Goblins. Es gibt es viele, aber sie sind nicht besonders stark. Okay, Kampf. Leck. Ja, wie übel. So, der exzentrische Musiker. Der Bade bedankt sich umgehend. Er erklärt, dass er an diesem Ort nach dem Astralklavier sucht. Einem uralten Relikt einer in Vergessenheit geratenen Zivilisation. Und um ehrlich zu sein, bräuchte er Hilfe, da das Klavier von einem Drachen und mehreren Goblins bewacht wird. Was? Drachen. Der Drache schläft auf dem Astralklavier. Zwei Goblins putzen seine Schuppen, während er schläft. Bosskampf, uralter Drache. Ach komm, wir probieren's. Alter. Wie übel, bitte. Oh, leck, der hat ja richtig reingehauen. Ach du Scheiße, okay. Ah, oh, verdammt. Alter, das ist ja richtig schwer, ey. Okay, krass. Ja, schade. Aber wir haben es probiert, ne? Wir haben es immerhin probiert. Aber wie übel, bitte. So. Jo, komm. Hau ab. Nehme ich.
Oh, das Böse rückt schon wieder näher. Glaubst du gar nicht. Aber krass üble Geschichte eigentlich, ne? Ja, da machen wir auch noch eine Expedition hin. Lichtmagie, was ist denn hier mit Lichtmagie? Ich wollte schon sagen. Erhöht das Lerntempo. Lichtmana ist gut. Das ist auch gut. Naja, das ist auch besser. Naturmana, Arkan. Ja. 50 Schattenmana. Gucken wir mal. Naturmana, okay. Okay, nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Wir müssen mal kurz umschichten. Da sind ja ein paar Flöten gegangen. Gucken, der kann noch nichts groß. Ja, Licht ist schon geil mit dem Heilen, ne? Muss ich sagen. Das ist ja bös krass. Chemielehrling. Ah, die Kinder, die wir so haben, die sind eigentlich echt ganz gut unterwegs, ne? Arkan. Gutes Benehmen. Kein Alchemist mehr dabei, sag mal. Fleißig. Waisenkind. Mutig. Ach, Alchemielehrling. Zack. Nur, dass wir die unten mal wieder auffüllen. So, Alchemielehrling. Oh, das war der falsche. Okay, dann passt's wieder. Das schmeiße ich mal da rein. Muss ich mal gucken. 90 brauchen wir bei den Zwergen, ne? Ja. Ja, einmal noch. Dann haben wir das geschafft. Lichtmana müssen wir noch produzieren ein bisschen. Ach, was waren denn die? Ach ja, komm. So, reinigt die Wände schon wieder. Okay, da haben wir gleich Schmiere rein und tschüss. Käse, Käse, Käse weg. Den haben wir dahin. Schattenjünger. Echt krass, wenn man alle Schüler nimmt eigentlich, gell? So, können wir uns das noch leisten? Ich denke. Jetzt sind wir hier zwar echt pleite. Das alte Bündnis. Ach, Magier, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Angesichts seiner großzügigen Hilfe hat der Zwergenrat beschlossen, das alte Bündnis zwischen den Zwergen und den Menschen zu erneuern. Zusammen werden wir die Armee der Finsternis besiegen. Was für eine Leistung. So, und mit diesen Worten würde ich sagen, switchen wir in die nächste Folge. Ich bedanke mich natürlich bei euch wieder fürs Zuschauen. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir gleich wieder gemeinsam durch das nächste Dungeon robben. Bis gleich. Ciao.